Geht's hier runter? Ich guck mal nach meiner Sichtweite. Was machst denn du da? Ich habe einen Hund gerettet. Bin ich nicht nett? Ja, Mensch. Ey, sag mal. Oh, ein Dach. Sieht auch geil aus. Ja. Dschungel, hör da mal auf, bei Gerda ruckelt's. Ja, Mensch. Mühsam hier drinnen immer. Ein Setzling. Sehr schön. Die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Wofür? Dschungelsetzlinge oder was? Ja. Ja, das stimmt allerdings. Ne? Da hatten wir ja irgendwie Mangel. Haben wir da inzwischen 4 zusammen? Ja, wir hatten, glaube ich, nochmal gesetzt, ne? Ja. 2 so Dschungelbäume. Ey. Gehen wir immer in dieselbe Richtung oder haben wir uns gedreht? Aber eigentlich dürfen wir uns nicht gedreht haben. Aber gut, in Minecraft ist ja alles möglich. Ja, eben. Das wird langweilig hier drin. Ja. Ey, sag mal, wie groß ist denn der Dschungel hier bitte? Melonen. Aber ich glaube, wir kommen hier oder doch nicht. Uff, tata. Wenn jetzt vor mir ein Loch ist, falle ich rein. Ich nee, dann warne ich dich. Ich lasse dich da nicht irgendwo reinplumpsen. Vorsicht hier, genau hier aufs Dach. Menno, da ist eine Katze. Oh, kein Fisch. Ocelots. Bei Ocelötter. Wasser voraus. Jetzt sind wir endlich draußen, wa? Oh, da küttert nächste. Na, ist ja toll. Das ist ja ein Riesendschungelbiom. Dann halten wir uns ein bisschen nach links. Da sieht es doch, genau. Ist auch genau dasselbe. Ja, genau. Ganz genau. Ja. Furchtbar. Das ist so ein Riesenbiom. Guck, hier ist noch ein. Ach nee, das ist nur ein Eichensetzling. Da will ich nicht haben. Wollen wir mal gucken, wo der aufhört? Mal hochbauen und. Umgucken oder wie? Hast du Erde mit? Ich habe 33 Sand in der Hand. Könnte, wenn oben Platz ist, ist ja kein Platz oben. Ist ja überall Blätterdach. Huch. Hier ist ein Huhn kaputt gegangen.
Warum? Ach, die Katzen fressen Hühner, ja. Die Katzen jagen, die Ozelots jagen Hühner. Hier ist ein Ozelot. Ja. Gucken für dich eine geeignete Stelle zum Hochbauen. Hier. Da bin ich jetzt mal gespannt. Soweit das Auge reicht, Dschungel. Ach du Scheiße. Egal welche Richtung. Egal in welcher Richtung. Könnte jetzt versuchen, die Sichtweite hochzustellen, aber dann dauert es ewig lange, bis wir... Ja. Ja. Scheiße. Ja, lass mal Richtung Stadion gehen und da mal gucken. Einfach mal ein Riesendschungel, ey. Ja. Da müssen wir jetzt irgendwie durch. Boah, ich mach drei Kreuze, wenn wir hier draußen sind, ey. Ja. Der Dschungel ist eigentlich schon cool, aber... Irgendwie... Eigentlich hatten wir uns das anders vorgestellt. Ja. Guck mal, selbst die Hühner lachen schon, ey. Wie? Was ist los? Ach so. Ich glaube, ich habe dich verloren. Ich habe hier einen Aufstieg gemacht, guck mal. Steht ein Huhn drauf. Das geht so nicht. Kann so nicht arbeiten. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht hier eben schnell gucken soll, wie wir hier rauskommen, und dann beame ich dich zu mir. Ja. Weil, wie du schon sagtest, ist ja hier einfach mega scheiße groß hier. Jetzt verliere ich dich gerade. Da vorne verschwindest du gerade. Warte. Ich komme zurück. Mit dem Regen, ne? Das macht es dann nicht einfacher. Oh, sorry. Weather clear. Guck mal, ist was besser? Ja, ein bisschen, aber... Ich weiß nicht, was hier los ist.
Diesen Durchgang finden wir nie wieder. Vorsicht, hier ist ein Loch. Links. Ja. Nee, das werden wir so nie wiederfinden hier. Ist ja nicht so, dass ein Dschungel übersichtlich ist. Ah, wir kommen jetzt raus, Gerda, wir kommen raus. Wir kommen Na Gott sei Dank. Wir sind draußen. Oh. So ein kleines, zartes Dschungelchen. Jetzt müsste es doch besser gehen wieder, ne? Ja. Vor allen Dingen kann man jetzt wieder was sehen. So. Und nun Cliffs. Das wäre schön. Weil wenn möchte ich das Neue jetzt auch mal sehen. Ja. Wo sollten sie sein? Ein Kürbisfeld. Hier ist gerade alles lieber außer Dschungel. Ja, ja. Oh. Porzellansternchen, davon könnten wir noch mal ein paar mitnehmen. Hier geht's in eine Höhle. Mhm. Wollen wir da hinein? Meinst du, wir sind schon weit genug? Nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hm. Wenn, müsste es ja Kupfer geben. Kupfer ist häufig. Okay. Also, jedenfalls gibt es hier keine Fackeln, also waren wir hier noch nicht drin. Hier war kein Kupfer. Nirgendwo. Okay, dann gucken wir mal. Hier. Oh. Kohle kann man ja gebrauchen. Wenn man hier so Fackeln hinbaut, braucht man dann auch Kohle. Siehst du, dass die andere Texturen haben? Nee, weil ich habe ja ein Texture-Pack drin. Ach so. Oh, hier ist Eisen. Ja, hier ist auch Eisen. Das scheint mir aber noch irgendwie eine alte Höhle zu sein. Weil wenn du sagst, dass Kupfer recht häufig ist. Ja. Hier ist auch Sackgasse. Ich nehme die Fackeln wieder mit dann, ne? Ja. Das ist mir dann zu schade. Sind die Texturen denn in Vanilla jetzt schöner geworden? Ja. Wo bist du jetzt hingelaufen? Warte, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe deine Kante. Ach, da. Guck mal, hier können wir noch mal gucken. Ja. Was ist das denn? Ach, Andesit. Okay, weil das kenne ich mit dem Texture Pack auch noch nicht. Nee, hier ist nirgendwo Kupfer. Nee, ne? Ach, guck, guck. Ja. Hallo. Ach, da oben bist du. Gut. Dann gehen wir zurück, weil wir wollten ja eigentlich was anderes finden. Genau. Ich nehme noch hier ein bisschen Kohle mit. Ja. Und dann... Ach, ein bisschen Eisen haben wir auch mitgenommen. Dann nehme ich mal ein paar Cobbles mit, falls wir einen Ofen uns bauen wollen. Ist gewittert? 4, 5, 6, 8. Ne? Ja. Ich glaube, es ist gerade gut, dass wir in einer Höhle sind.
Sollten wir ein bisschen drin bleiben, sagst du? Können ja gucken, ob wir noch irgendwelche Rohstoffe. Ja, hier hinten ging es ja noch weiter. Finden. Hier ist noch Eisen. Draußen gewittert es gerade. Kies können wir ja auch immer gebrauchen, ne? Ja. Kohle. Noch mal ein bisschen Kohle, Kohle, Kohle. Eisen. Donner ist lauter als ihr. Und das, obwohl ihr in einer Höhle seid, ja? Das ist echt ganz komisch gerade. Da erschreckt man sich auch immer so. Ja. Alter, das ist hier riesenscheiße groß. Ja. Und hier kann man auch ganz tief runterfallen. Wenn man nicht aufpasst. Aber hier wollen wir eigentlich gar nicht sein. Irgendwo lavert es hier rum. Mhm. Ach, da. Okay. Auch noch Eisen. Eisen kann man ja auch immer ganz gut gebrauchen, ne? Auf jeden Fall. Und solange wie es draußen gewittert, sind wir hier auf jeden Fall sicherer. Und noch mehr Kohle. Naja, kann man immer Blocks draus machen, dann verbraucht die keinen Platz. Das stimmt. Ah, ich hätte vielleicht die Silke doch mitnehmen sollen. Ah ne, Glück hätten wir mitnehmen müssen. Ja. Ne? Irgendwas. Roheisen? Ja, so heißt das jetzt. Tust du in den Ofen, wird Eisen draus. Aha. Hier ist Gold. Dann sind wir schon ganz schön tief, ne? Ja. Und hier ist Lava. Hier sind, aber wir sind im neuen Teil. Hier sind diese Pflanzen, Leuchtflechten, die jetzt in Höhlen vorkommen. Okay. Ich weiß leider gerade nicht, wo du bist. Komm mal wieder etwas zurück. Okay, hier ist Sackgasse. Ja, das Eisen nehme ich hier noch mit. Ich bin hier runtergegangen. Du bist wahrscheinlich oben geblieben. Bin jetzt wieder in diesem großen, runden Raum. Ja, warte, ich komme zurück. Ich habe nur noch eben... nee, ich bin tiefer als du. Ach so. Krass, warte, ich komme zurück. Ja.
Über deinen Namen noch nicht. Ach, da. Da bist du irgendwo. Hier ist ja eine Spalte. Ja, die hatte ich gerade entdeckt. Ah, warte, ich sehe deinen Namen jetzt. Ja, ich sehe deinen Namen auch. Ich versuchte auch schon... Ah, da, okay. Ja, komm mal mit runter. Ja. Du meinst so, die und jetzt hier rauf und da oben siehst du diese Pflanzen. Und das ist neu? Ja, die leuchten so ein bisschen. Und wie kriegt man die ab? Ja, ich nehme an mit einer Schere. Oh, jetzt habe ich keine mit, aber man kann sich ja sehr schnell... Kannst du eine machen. Craft. Hier ist es auch so chaotisch, dass ich denke, könnte so ein neues Gebiet sein. Ja, das Höhlensystem, so kenne ich hier noch gar nicht. Tatsächlich. Hier geht es abwärts. Halt dich gut fest, hier geht es abwärts. Ja. Eine Schlucht. Wir müssen vermutlich von hier irgendwie uns nach unten graben, wenn wir da hinein wollen. Oh, hier ist noch Jolt. Ist ja jetzt gut da draußen. Meine Fresse noch. Oh, hier ist auch wieder so ein Leuchteteil. Oh, ja. Ah, das gute Jolt. Ich würde mal gerne wissen, wenn man in so einer Höhle ist, ob das Gewitter dann wirklich auch noch so laut ist. Nee, das glaube ich nicht. Das wird da... In der Realität wird das gedämpft. Der Schall. Hier ist Sackgasse. Ein Kupfer. Komisch. Ach, das kommt vielleicht nur weiter oben vor? Ich versuche mal, das... Wasser wegzumachen. Was ist das? Wenn ich jetzt wüsste, wo du bist. Hier. Toll! Hinter dir. Oder vor dir? Warte, jetzt hinter dir. Hier. Ach, da. Was hast du hier gefunden? Ich weiß nicht, was das ist. Nein! Was war das? Ach, das ist eine Geode. Das könnte eine sein. Nee, das scheint auch... Hä? Das ist... Wo ist es denn hier? Bruchtiefenschiefer. Oh. Der da. Trotzdem Eisen. Dahinter vielleicht eine Geode. Ich dachte erst, es ist doch nach draußen. Nee. Nee, das ist hier in Minecraft.
voll schief an, wenn man das abbaut. Ist da, ob das so eine Geode ist? Die hat doch mehrere Schichten, ne? Steffi. Ich weiß nicht, was du... Das hört sich so komisch an, weißt du, wie so ein Gesteins aus dem Nether. Ja. Deswegen kann ich das jetzt hier gerade irgendwie nicht so richtig einordnen. Vorsichtig, Fledermäuschen. Was merkst du? Na, eine Suizidfledermaus hier. Ja, öfter mal. Müssen mit den Tintenfischen verwandt sein. Also irgendwie finde ich diese Höhle hier sehr strange. Ich auch. Das hier ist eine Sackgasse. Da waren wir auch schon. Irgendwie neu, aber... Soll ich mal im Internet nachgucken nach Schiefer? Das, wie heißt das Zeug? Bruchtiefenschiefer. Was kann man denn daraus machen? Soll ich da mal nachgoogeln? Weil du musst ja mal aus Minecraft komplett raus. Ja. Polierter Tiefenschiefer. Sieht gar nicht mal so übel aus. Minecraft, wie heißt der? Tiefenschiefer. Bruchtiefenschiefer. Aber für 4 Bruchtiefenschiefer kriegst du 4 polierte Tiefenschiefer. Und aus denen kann man anscheinend alles machen. Auch Treppen und sowas alles. Bruchtiefenschiefer funktioniert ähnlich wie Bruchstein, hat jedoch eine längere Abbauzeit. Bruchtiefenschiefer kann auch wie Schwarzstein zu Steinwerkzeugen, Waffen, Brauständen und Öfen verarbeitet werden. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Und daraus kannst du auch Stüfchen machen. Ja, und alles. Treppen und Mauern und so. Ja. Ich nehme mal eine Hucke voll mit. Also das heißt, wir sind in einem neuen Biom. Aber warum kriegen wir denn keinen? Wenn du noch im Internet bist, dann guck doch mal, in welcher Höhe das vorkommt. Kupfer. Vielleicht sind wir zu tief für Kupfer.